dark. Got a lot of stray sniffing your tail. Well, they can't bank with a damn. Find a tight corner. Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir haben eine weitere Challenge hier bei Star Wars Battlefront 2 und zwar die Hawkeye Challenge. Wieder eine Avengers Challenge und dafür müssen wir machen 10 Kills mit der NT-242 und weil Hawkeye so ein unfassbar guter Schütze ist, müssen das natürlich auch alles Kopfschüsse sein und damit One-Shots auf die Gegner. Dann zusätzlich, das habe ich mir neu ausgedacht, denn ich fand Nahkampf irgendwie nicht so ganz passend zu Hawkeye, haben wir eingestellt, dass wir mit der Infiltrationsserienfähigkeit mindestens 3 Serienkills machen müssen. Also das heißt mindestens 2 Gegner mit einer Aktivierung töten. Natürlich kann man auch gerne mehr töten, aber immerhin ne, 3-mal mindestens ein Doppelkill mit dieser Infiltrationsfähigkeit. Und dann haben wir ebenfalls noch 5 Kill-Assists bei der guten alten Schockgranate. Soweit zur Erklärung und damit viel Spaß bei der Challenge. Und damit starten wir rein in die Hawkeye-Challenge. Wir müssen machen 10 Kills mit der NT-242, aber das müssen natürlich Hawkeye-mäßige Kopfschüsse sein. 3-mal eine Infiltrationsserie, also mindestens 2 Leute innerhalb von einer Aktivierung von Infiltration töten und 5 Schockgranaten Kill Assist. Ich finde die Challenge eigentlich echt cool und wir wollen mal gucken, ob wir das hier, das war noch voll auf dem Kopf, wir wollen mal gucken, ob wir hier ein guter Hawkeye sind oder eher ein Versager. Das war doch schon wieder auf dem Kopf. Was ist denn hier los, sag mal? Ich treff doch. Der steppt auf der Stelle. Da steppt der Bär. Okay, wir gehen hier mal. So, jetzt aber. Der ist auf dem Kopf. Na, endlich. Und gleich noch einer. Wenn die so schön da am Anfang stehen bleiben, da kann man doch auf jeden Fall mal ein bisschen was reißen. Das ist doch wunderbar. Sehr schön. Hawkeye, einer der Charaktere, der wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt ist, oder? Was sagt ihr zu dem guten Hawkeye Hawkeye? Komm, der zählt zwar nicht, weil der AFK rumsteht. Wäre schon gegen Richtige. Man muss ja hier Hawkeye-mäßig die Ehre haben, dass man auch sagt, die müssen ja auch wenigstens sich bewegen und kämpfen. So, einen haben wir. Wenn wir jetzt noch einen holen, dann haben wir schon mal eine Serie. Aber der kommt leider nicht um die Ecke. Schade, wird keine Serie. Den kriegen wir nicht. Ja, schade. Schade. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall ranhalten, denn es sind einige Aufträge, die wir machen müssen. Aber Naboo ist immer eine gute Map. Die läuft meistens relativ lange. Da haben wir auf jeden Fall einigermaßen viel Zeit. Und da werden wir ja sehen, ob das hier was wird oder halt eben nicht. So, den holen wir uns auch nochmal. NT-242, eine Hammerwaffe. Macht immer wieder Spaß. Ich habe jetzt sogar mal den Doppelzoom reingepackt, den ich normalerweise nie drin habe. Weil ich ja bekanntermaßen mit dem Disruptor-Schuss häufiger spiele. Die Challenge-Idee fand ich eigentlich ganz gut. Ich habe ja einiges umgeändert, aber dennoch eine coole, coole Kiste. So, jetzt aber mal die Serie hier, oder? Jetzt mal die Serie. Nein, nicht geschafft, weil ich dann gestorben bin. Gibt's doch nicht. Übrigens, Nahkampf habe ich rausgenommen aus der Idee, weil das eigentlich fast immer drin ist. Jeder sagt irgendwie, oh, meiner ist voll der gute Nahkämpfer. Ich finde nicht, dass Hawkeye irgendwie, ja gut, der macht natürlich ein bisschen was im Nahkampf, aber irgendwo, ich will ja auch ein bisschen Varianz hier drin haben. Nicht immer irgendwie töte einen im Nahkampf, töte 10 im Nahkampf, töte 3 im Nahkampf. Und sowieso bei gefühlt jeder zweiten Challenge rein. Und das könnt ihr euch mal merken, wenn ihr irgendwelche Dinger macht, wenn ihr von mir aus den Hulk macht, ja okay, ist klar, dass der viel im Nahkampf agiert, aber von Hawkeye würde ich jetzt nicht sagen, dass das sein Signature-Move ist. Nee, den kriege ich leider nicht. Aber wir haben einen nochmal erwischt, deswegen hier auf die 3. Okay, bis jetzt stehen wir einigermaßen okay da, würde ich sagen. Allerdings halt eher viel Sniper-Kills gemacht, ha? Viel mit dem Bogen, immer schön zack in den Kopf, wie der gute Hawkeye das so macht. Und ihr könnt ja... Oh nee, da ist jetzt ein Panzer gespawnt. Wie unfair ist das denn? Wird der mich jetzt holen? Wahrscheinlich. Und ihr könnt ja gerne mal sagen, wie ihr denn den guten Hawkeye findet. Ob ihr den cool findet oder ob ihr sagt, nee, irgendwie war der nie so meins. Jetzt haben wir mal die Serie. Na, endlich. Na, jetzt wollte ich dem noch einen Kopfschuss geben, aber das hat nicht geklappt. So, eine Infiltrationsserie haben wir geschafft. Finde ich gut. Haben 2 Leute geholt. Ich glaube sogar fast den dritten, aber der wurde uns dann weggenommen. Aber das ist uns egal, weil wir eine Serie zählt halt ab 2 Kills so gesehen, dass wir mit einer Aktivierung von Infiltration mindestens 2 Leute oder sogar mehr bekommen und damit diesen Auftrag erfüllen können. Und das halt 3-mal, ne? Und so soll das laufen. Naja, auf jeden Fall Hawkeye nicht so einer der beliebtesten, glaube ich, aber auch nicht unbedingt unbeliebt, oder? Ich weiß nicht. Ist halt jemand, der so jetzt nicht unbedingt der spannendste Avengers ist. Oder das spannendste von den Avengers ist. Weil natürlich... Da war nochmal ein Kopfschuss dabei. Weil natürlich hat er keine krassen Superkräfte oder so. So eine Agent Romanoff ist dann natürlich auch relativ langweilig. Oder halt nicht so spannend, sage ich jetzt mal, wie so ein Tor, der halt alle wegklatschen kann. War das ein Kopfschuss? Ich glaube nicht, oder? Lass den mal gerade nicht zählen. Ich glaube, der war eigentlich auf dem Hals. Der wäre voll drauf gewesen, hätte er noch gezählt. Ah, wo sind denn meine Teammates? Die sind alle auf der anderen Straßenseite, komischerweise.
Komisch, komisch. Na gut, dann gehen wir da hin. Wir haben bis jetzt, noch nicht allzu viele Aufträge abgeschlossen, ne? Da geht auf jeden Fall mehr, würde ich behaupten. Gerade das mit der Schockgranate müssen wir hinbekommen. Das hat ja auch damals schon beim Tor daran gescheitert, dass wir die Schockgranaten nicht bekommen haben. Aber ich finde die auch sehr schwer zu machen. Oh, es ist hier gerade dunkel. Warum ist denn das auf einmal so dunkel? Aber richtig, richtig dunkel. Ach, liegt das an Infiltration, wenn man das aktiviert? Ja, okay. Jetzt auf jeden Fall wieder heller. Der war auf dem Kopf. Der war auf dem Kopf. Sehr schön. Zwei weitere Kills. Ich brauche gar nicht so viele NT-Kills, Mann. Ich muss mich ranhalten bei den anderen Sachen. Aber ich sehe auch nirgendwo einen, wo ich meine Blendgranate, wo ich meine Schockgranate draufhauen kann. Die stehen ja nirgendwo in engen Gängen oder sowas. Die sind immer nur am Rumlaufen und, weiß ich nicht, man sieht die hier nie. Jetzt hier so in dem langen Gang hier zum Beispiel. Ah, ja gut, hier wäre einer gewesen. Also hier wäre mal schön. Da können wir richtig schöne Granate reinplatzieren, aber ahnen die leider nicht. Oh, der will unbedingt mich haben anscheinend. Ja, da kommt noch der Panzer. Wir haben wieder einen weiteren Kill hier bekommen. Ja, der rennt mir immer noch hinterher. Ach mein Gott, ey. Ist es sein Ernst? Beim nächsten Mal greife ich den dann an, wenn der mir da so hinterher rennen muss. Dass ich den dann auch attackiere. Ist mir lieber, als wenn er so ein Grievous mir die ganze Zeit hinterher rennt. Dann gehen wir halt mal, fokussieren wir den halt mal ein bisschen, wenn er jetzt unbedingt meint, da mir die ganze Zeit hinterher rennen zu müssen. So, ja, du. Spieler beschädigt, Spieler beschädigt, Spieler beschädigt. Ja, ich habe auch leider kein Schild oder so, aber wir haben wieder einen Kopfschuss gemacht. Wir haben leider kein Schild oder so. Ich brauche auf jeden Fall die zweite Phase. Da bin ich mir sicher, dass ich die zweite Phase brauche. Ansonsten wird das hier nichts. Da haben wir sogar noch einen Kill-Assist bekommen, ist mir schon aufgefallen. Allerdings würde ich fast sagen, diese Schockgranaten-Dinger, die sollte ich schon richtig sehen, dass ich die bekomme, oder? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Wäre mir auf jeden Fall lieb, wenn die jetzt mal hier wirklich langsam irgendwo an gestauchten Stellen auftauchen, so neu. Wir haben den Auftrag so gut wie erledigt. Ah, schade, der hat mich erwischt. Das gibt's ja gar nicht. Aber ich komme gar nicht mehr nach vorne. Ich komme gar nicht mehr nach vorne und die sitzen auch alle so extrem weit hinten und alle nur auf der rechten Seite. Das finde ich echt sehr merkwürdig, wie diese Aufteilung gerade ist. Von den Gegnern. Auf jeden Fall ist hier sehr, sehr tote Hose hier hinten. Ich kann eigentlich quasi nur snipen. Weil die Gegner halt einfach nicht mal einen Schritt nach vorne kommen. Überlegener Verbündeter auf dem Schlachtfeld. Überlegener Verbündeter auf dem Schlachtfeld. Aber wird er mit Hawkeye mithalten können? Ja, ich habe Infiltration an. Ich sehe keinen einzigen Gegner hier. Hier sind welche. Zwei Stück. Wäre natürlich gut. Das kann man ja auch verbinden hier, ne? Mit dem Schockgranaten-Ding. Ja, wow. Jetzt habe ich die Chance vertan. Der ist nicht mal in die Schockgranate reingegangen. Das gibt's ja gar nicht. Nichts hinbekommen von beiden. Nichts. Jetzt warten wir mal ganz kurz ab. Transporter. Ach komm, jetzt stell dich vor mich. So, da haben wir den letzten. Damit haben wir hier, ups, damit haben wir hier 10. Jetzt habe ich 11 eingetragen, I'm sorry. Das gibt's doch gar nicht. Warum hält der 3 Salven aus, der Kerl? 3 Stück. In den Rücken auch noch. Naja gut, da waren wieder ganz viele Helden. Ich sage ja, es ist irgendwie, es steht kein Mensch steht bei einem. Es sind nur Helden oder es, also die Helden trauen sich natürlich ein Stückchen weiter. Die anderen stehen so weit hinten. Das ist so unfassbar, wie weit hinten die Gegner gerade stehen auf dieser Map. Normalerweise müssten die doch hier schon vorne dieses Ding überrannt haben. Irgendwie ist die Infiltration-Serie ganz schön komisch. Dabei wird der Bildschirm sehr, sehr dunkel. Komm schon, der muss sterben. Irgendwer töte ihn. Ah, nicht mal das, ey. Ja, aber guck mal, die stehen da in ihrer... Die sind gerade eigentlich schon beim Palast, ne? Normalerweise steht man jetzt ja hier und ballert irgendwie die Leute so ab, die in den Palast fliehen noch, von den Guten. Wir müssen uns jetzt schon zurückziehen, wo die eben standen, ne? Wo die eben standen. Die stehen so weit hinten. Mein Gott, ist das ein Gegnerteam. Das wird unfassbar schwer, das noch zu schaffen. Aber wir können auf jeden Fall einiges mit den Granaten noch reißen jetzt hier. Ja, das ist nur einer, den wir da erwischt haben. Aber immerhin einer mal mit der Schockgranate auf. Ach komm, ist denn hier nicht normaler Gegner? Ist denn da nicht normaler? Irgendwo so ein normaler, ganz normaler Druide suche ich doch. Ich finde das komisch. Ist euch das mal aufgefallen, dass bei Infiltration-Serie, was ich gerade drin habe, dass der Bildschirm so extrem dunkel wird? Seit wann ist denn das so? Ich habe diese Karte nie drin. Ich nehme ja immer Infiltrationsverstärker, weil ich das eindeutig als die beste Infiltrationskarte empfinde.
Aber bei diesem Dings, da geht der Bildschirm ja wirklich komplett dunkel. Ich finde das sehr komisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das beabsichtigt ist. Oder ich habe irgendeinen Bug getriggert. Weil es wirkt auf jeden Fall nicht allzu beabsichtigt. Da ist leider keiner. Ja, die stehen natürlich wieder ganz hinten, die Gegner. Wo denn auch sonst? Als ob hier sich mal irgendeiner in den Palast reintraut. Ja, so wird das nichts. So wird das nichts. Ich brauche jetzt hier einfach nur die ganzen anderen Sachen. Schockgranatenkills kann man jetzt hier, glaube ich, ganz gut bekommen. Aber da müssen wir natürlich auch ein bisschen Glück muss dabei sein. Ach, jetzt nicht, wenn da hinten so einer rumsteht. Ah, die stehen alle so weit hinten. Ich sage die ganze Zeit nur das Gleiche, aber das ist ja auch so. Das ist ja schrecklich, diese Lobby. Die ist ja schrecklich für Challengers. Die ist ja wirklich unfassbar schrecklich. Gewinnen werden wir das, aber... Oh, ist das schrecklich, Mann. Unfassbar. Ich kann auch kein guter Hawkeye sein. Ich mache hier die... Ich hätte hier auch 30 Kopfschüsse machen können. Das wäre easy gewesen. Mach 30 Kopfschüsse mit der NT-242. Bei den Gegnern, die alle nur statisch hinten rumstehen und bei ihrem Spawn campen. Mach hier Sachen wie Infiltration im Nahkampf. Wie soll ich das denn hinbekommen, wenn die da nur hinten rumstehen? Das ist Bosks, ja. Ah, die habe ich verworfen. Na, wenn wir jetzt einen Kill-Assist für den kriegen, wäre ganz schön. Schade, der hat überlebt anscheinend. Der war so gut wie tot, ha? Aber so gut wie tot bringt uns leider nichts. So, da ist mal wieder ein Gegner, den wir erwischen können. Ah, schade, jetzt war der mir davor gelaufen. Ich glaube, den anderen hätte ich erwischen können mit der Infiltrationsfähigkeit wenigstens. Aber so leider nicht. Jetzt kommen die doch noch durch. Immerhin greifen sie jetzt mal an, finde ich gut. Allerdings bin ich leider jetzt gerade nicht vorne. Was dann wiederum nicht so gut ist. So, die haben auf jeden Fall einen Boss, mit dem man hier relativ gut durchkommt. Wir haben eine Layer, die hier in der Phase, würde ich sagen, eigentlich nicht so nutzvoll ist. Ah, jetzt sind die alle schon tot. Nein, jetzt haben wir mal wieder eine Serie hiervon. Nehmt sofort die östliche Station wieder ein. Oh Gott, das ist so dunkel. Okay, da haben wir mehrere getroffen mit der Granate hier. Aber keinen mehr geholt. Infiltration steigt übrigens auf 2. Das haben wir erhöht. Wir kriegen die Blendgranaten, die Schockgranatendinger einfach nicht hin, ha? Die Schockgranatendinger, die fehlen uns total. Ich werfe die zwar eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Also manchmal waren sie jetzt verhungert oder irgendwie ungünstig an der Wand. Aber jetzt eben gerade habe ich auch 3, 4 Leute getroffen mit der Schockgranate. Aber kein einziger von denen wurde von irgendeinem getötet. Das ist natürlich dann unlucky einfach nur. Ach komm, jetzt ernsthaft. So eine random Granate, die da rumliegt. Ärgerlich, Mann. Ich bin ein schlechter Hawkeye. Ich bin ein ganz, ganz schlechter Hawkeye. Hey, ich will mit dem starten. Das ist schon richtig. Ich kann leider auch nie vorne spawnen, was ein bisschen belastend ist. Die nehmen das ein. Wenn sie hier noch in die letzte Phase kommen, dann kann ich es natürlich immer noch schaffen. Aber ich bin eigentlich mittlerweile fast schon ziemlich schlechter Dinge, dass ich das noch irgendwie hinbekomme. Ich weiß nicht, jetzt schaffen sie es auf jeden Fall durchzukommen hier. Komm, da muss da jetzt mal irgendwer reinrennen. Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt einer. Ah, das ist Kylo. Ja gut, über Kylo werde ich jetzt keinen Assist bekommen. Kill Assist, immerhin. Kill Assist. Aber war das jetzt einer? War das jetzt einer mit der Schockgranate? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht zählen lassen, weil ich habe ja auch mit Infiltration reingeschossen. Das dürfte so nicht zählen. Komm schon, jetzt aber mal. Da steht auch nur ein einziger. Sondern nur Superkampf-Druiden. Mein Gott, ist das dann dunkel. Also ich glaube, dieses Infiltrationsserie werde ich ganz lange nicht mehr nehmen. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr groß. Also irgendwie, also ich weiß ja nicht, wie gesagt, ob das ein Bug ist oder so, aber wenn das so gewollt ist, ist das sau störend, finde ich persönlich, dass es so extrem dunkel ist. Na, das war jetzt nichts, Das war überhaupt nichts. Meine Güte, ich bin echt ein schlechter Hawkeye. Obwohl ich eigentlich, wie gesagt, das Scharfschützen-Ding perfekt. Aber diese anderen Sachen hier, mein Gott, aber die Gegner stehen aber auch echt nicht so, wie ich es erwarten würde, leider. Da habe ich irgendwie, entweder mache ich da was falsch oder ich habe irgendwie Pech, ich weiß auch nicht. Ah, die ist nicht reingegangen. Normalerweise würde ich auch erwarten, dass die jetzt hier in den Raum stürmen, aber da kommt halt auch wieder keiner. Da kommt keiner. Die stehen irgendwo hinten rum, aber irgendwie kommen sie ja trotzdem durch. Von daher, so erfolgreich sind sie, ja. Erfolgreich sind sie ja. Das kann man denen ja nicht wegnehmen. Ah, jetzt ist hier schon wieder Boss. Gas. Aufgepasst!
Oh, jetzt haben wir sogar einen Kill gemacht mit der Schockgranate. Und noch ein Kill-Assist. Sehr schön. Damit haben wir auf jeden Fall jetzt nochmal zwei Sachen bekommen. Das ist super. Aber die Infiltrationsserie muss ich auch noch hinbekommen, ne? Mindestens zwei Leute töten. Könne schwierig werden, könne leicht werden. Kommt ganz drauf an, wie die jetzt mal in den Raum reinpushen. Wenn jetzt einfach mal zwei Leute so hintereinander in den Raum reinpushen hier. Ah, der hier. Oh, den haben wir sogar erwischt. Jetzt noch einen. Ah, schade. Ich hab da nichts erkannt im ersten Moment. Ich hab Schwierigkeiten, die Gegner zu erkennen, wenn sich das so abdunkelt. Ich bin mir echt unsicher, ob ich da einen Bug getriggert habe. Bin mir da echt ganz unsicher. Das wirkt mir echt sehr komisch mit diesem. Weil, guck mal, hier ist jetzt eigentlich richtig hell, wenn ich es jetzt hier anmache schon. Guck mal, wie dunkel das auf einmal ist. Ihr seht das ja auch. Ihr seht das ja auch, wie unfassbar dunkel es auf einmal ist. Das habe ich normalerweise nie, wenn ich Infiltration drin habe. Ich finde es unfassbar schwer, so überhaupt irgendwelche Leute zu entdecken. Weil es auch mit der Schockgranate. Ja, die trifft gar nichts, die Schockgranate. Die lag doch perfekt da auf den. Boah, wo ist denn die geplatzt? Große Schwierigkeiten im Thronsaal. Oh nein. Wo ist sie denn geplatzt, dass ich da keinen einzigen getroffen habe mit der Schockgranate? Hm, ganz, ganz komisch. Okay, noch einmal irgendwie eine richtig gute Schockgranate rein da. Sie überwältigen in die Menge. Jetzt sind sie natürlich alle drinnen im Raum. Beginne mit einem Granate auf dem Weg. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Der hat mich einfach erwischt. Der lässt aber auch alle durchlaufen. Und dann, wenn ich den mal angreife, dann ist er natürlich auf einmal perfekt am Aimen auf mich. Unglücklich. Mann, 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 Mann. Lauf, Chewbacca. Halte sie auf, Chewbacca. Du musst es schaffen, Chewbacca. Ich vertraue in dich. Das wird nichts werden. Aber wir haben hier noch die richtig schöne Schockgranate liegen. Wenn jetzt der Kylo beispielsweise drauf geht. Naja, der geht nicht drauf. Der springt da schön seine Kreise und seine Wege, wo ihn keiner treffen kann. Ah, nochmal hier hin. Ich treffe ihn aber auch einfach nicht. Da ist aber einer in der Schockgranate. Komm. Kill Assist, sehr schön. Ich meine, einer noch. Jetzt wird's langsam hier, geht's zum Ende hin. Ich brauche gerade gar nicht wirklich rausgucken hier. Weil ich noch keine der. Oh, jetzt habe ich aber das Yoda-Leben hier. So, jetzt muss ich Glück haben, dass da jetzt welche rauslaufen oder so. Mist, da habe ich gehofft, dass ich den Kill bekomme. Und da haben wir schon gewonnen. Verdammter Mist, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe genug Chancen, genug Zeit gehabt, aber irgendwie hat es einfach nicht klappen wollen. Immer habe ich die Granaten so geworfen. Ich denke mir so, ah, da läuft gleich einer rein. Das ist ja mitten in diesem Gang, wo die da hochlaufen. Oder mitten auf die Treppe irgendwie, da läuft doch gleich einer lang. Und nein, das ist kein einziger reingelaufen da. Schade. Mein Gott, ich bin echt schlecht in den Avenger-Challenges. Obwohl ich immer noch sagen muss, ey, die 10 Kopfschüsse, locker easy. Locker easy, aber die anderen Sachen, shit. Verdammter Mist, naja gut. Versucht ihr es mal, ob ihr ein wahrer Hawkeye seid. Spielt es nach und dann könnt ihr sagen, dass ihr besser seid als ich. Ich gehe davon aus, dass es viele schreiben können, weil das war nicht so schwer eigentlich. Aber hey, schade eigentlich. Aber mit diesem Abdunkeln, das finde ich immer noch komisch. Aber hey, liebe Leute, das war's mit der Challenge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, ciao.